So, herzlich willkommen aus Monza in der Einzelspielerkarriere. P4 für mich, Vettel, erster, Rosberg, Alonso, dann ich, dann Hamilton, Webber, Räikkönen, Massa, Hülkenberg, Perez. Und so starten wir auch gleich rein. Ja, und ich habe wieder mal eine neue Lackierung. Komischerweise die Nummer auch nicht 77, sondern 19 dieses Mal hier. Aber okay. Das tut das Haken ab. Das werden wir jetzt gleich von außen hier sehen. Die Martini-Lackierung, die aktuelle vom Williams haben wir drauf. So, hier mal Vettel, Rosberg und Ding. Und hier unser Martini. Also ich finde es geil. 77 Maldonado. Gut, vielleicht war das auch vorher nur verkehrt. Du warst im Qualifying besser als erwartet. Versuch ja, war ich. Ja, nun das Rennen hier aus Monza. Alonso hier, der Lokalmatador mit seinem Ferrari. Kurz für die gerade mal fett, aber das wird es nicht sein gegen die KI wahrscheinlich jetzt gerade. Nein, die kommen da trotzdem vor. So, schön dranbleiben, dass wir das nichts verlieren. Da wollte, glaube ich, schon Webber vorbei. Mal das Kehrs, dass uns da keiner überholt. Ja, Hamilton ist da schon einmal ganz gefährlich. Wir in unseren Williams sind da eh nicht so gut in den Kurven zumindest. Gerade schauen wir mal, wie wir da mit können. Ich habe mir den Flügel hier ganz runtergestellt, dass wir da irgendwie mit können. Joi, Burschen. Vettel kämpft da gleich wieder gegen Alonso, so wie immer. Und da kommt Hamilton gleich einen Finger. Und Rosberg kommt vorne ein bisschen weg. Das hilft immer dem, der nicht im Zweikampf ist, ganz klar. Ah, da mein Kurvenspeed ist halt mit Williams leider nicht so prickelnd. Schauen wir mal, wir kommen irgendwie rein, halbwegs. Okay, also haben wir schon mal alles verblasen hier. Ja, Maldonado 77, ich glaube, das stimmt schon. Jetzt hier Maldonado, der fällt in der Saison ja nicht. Er ist ja zu Lotus gegangen. So, ein Speed, ja, so schnell ist er doch nicht, anscheinend mit dem Williams. Oh, sorry, fast eine Spur hier. Zu spät. Und dort raus mit Kiers. Der Hamilton wird sich da ein bisschen ärgern, weil wir ihn da ein bisschen aufhalten. Hinter ihm Massa. Dann Webber. Da muss er durch. Sie müssen uns halt irgendwo überholen. Wenn man das kann. Scheiß Heck ist wieder unruhig hier. Das gibt's ja nicht. Auto schwer ist natürlich am Anfang, keine Frage. Ja, wenn der DS jetzt dann kommt, dann wird er mich haben. Hamilton, glaube ich. Alonso! Der ist aber ganz schnell unterwegs. Der ist jetzt schon wieder hart wieder aufgeschlossen auf Rosberg. Ah, hier kann man sogar relativ aggressiv links über das eine Curb fahren. Da bekommt man nicht gleich so ein Abkürzel. Das dürfte noch gehen, wenn man da über das Curb so halbwegs drüber ist. Oder war ich da gerade am Limit? Das kann natürlich auch sein. Jetzt ist aber Vettel wieder dran hier an Alonso. So, ich glaube, jetzt geht das Kehrs raus. Nein, ich habe es leider noch immer nicht geschafft, dass ich hier den Mod rein probiere zum Spielen wegen Benzinverbrauch. So, da hinten irgendwie Hamilton, keine Ahnung, was er da hat, aber er ist irgendwie abgerissen. Neben der Linie. Burschen. Ja, im Zweikampf, da bremsen sie eh schon in der Schikane, relativ bescheiden eigentlich. Zum Glück aber nur in der, aber da ist unsere Chance überholen, aber dann müssten wir vorher dran sein auch. Das wird das andere. Rosberg irgendwie gerade eine Schwächephase, so wie es ausschaut. Was machen wir da? Ja, wir fahren einfach vorbei. Die Chance wir nützen, wenn er einmal kurz ein bisschen schwach auf der Brust ist. Ja, und der Lokalmatador ist schon in Führung. So schnell geht's mit einem Ferrari.
UDS ist auch schon. Und ich hab's keins natürlich und hinten kommen sie schon, Rosberg. Das war ein bisschen zu viel, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, du musst, die muss ich ein bisschen anders anfahren. Heck gefällt mir nicht, das könnte wieder anders eingestellt. Vettel jetzt hinter uns ist auch schon vorbei an Rosberg, der hier irgendwelche Probleme hat anscheinend. Ich hoffe nicht gröbere, aber so langsam wie er ist, schaut es nicht gut aus. Schnellste Sektorzeit von mir. Leck mich doch, das gibt's doch nicht. Kommt schon Vettel, da muss ich jetzt aufpassen. Im Rückspiegel sehe ich ihn da schon ein bisschen. Geht sich aber noch aus. So, jetzt haben wir es schon erwischt. Ich könnte aufpassen. Wir sind ja relativ tief. Aber von 1-1 habe ich jetzt wieder, glaube ich, auf 2-1 rauf, dass wir vorne nicht ganz so tief sind noch. Mal hinten ist natürlich auch gefährlich. Also ich erkläre es mir hierfür raus. So, Runde 6, das ist nächste Runde. Wie schauen wir da eigentlich mit Reifen aus? Das geht eigentlich, genau. Ah, das war der Grand Prix, wo Mike eine Boxen schon, glaube ich, weniger hatte. Ja, ob das geht, bin mir jetzt nicht sicher. Das ist überhaupt nicht meins, mein Stopp weniger zu fahren. Also ich komme nicht in die Testzone hier rein von Alonso, schade. Ah, jetzt habe ich wieder das ganze Chaos verblasen. Meine Hintervettel schon Massa ausgemacht zu haben, da war schon ein rotes Auto, glaube ich. Ja, Rosberg hat da irgendwie Probleme, anders gibt es nicht. So langsam kann er nicht sein. Ja, der ist weg vom Fenster, Rosberg. Das will ich aber jetzt kurz wissen, wo er ist zumindest. Auf der 5, hinter Massa. Okay. Ah, wenn wir da einmal Scheiße drehen, oh, das kostet Zeit, glaube ich, für die Gerade. Das war nicht. Ja, Massa zieht auch gut daher, ja. Vielleicht auch ein leichter Ferrari. Und trotzdem schnellste Runde ist natürlich. Leichter Ferrari-Bonus hier auf der Strecke. Das haben sie vielleicht einbaut im Spiel. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Gut gemacht. Ja, vielleicht fahren wir doch auf Sicherheit und nehmen einfach die Stop-Strategie, wie sie uns vorgeschlagen wird. Und gleich zweimal weichen. Die Rundenzeiten sehen gut aus. Hast du wohl drüber gerutscht? Ach, das gibt's ja nicht. Wie kann ich da nicht so sauber fahren mit dem Williams? Das gibt's ja nicht. Diese Runde an die Box. Ja, laut Strategie soll man die Box fahren. Aber jetzt kurz überlegen, wir überall eine draufhauen.
Das sind so 3 Runden. Wir brauchen ja 6 Runden. Da müssen wir 2 Runden drauf fahren. Da fahren wir rein. Scheiß drauf. Alonso ist eh auch drinnen. Da kommt auch Vettel hinten. Ja, da bleiben wir auf der Strategie. Da können wir nicht viel verhauen zumindest. Brauchen wir nichts riskieren. Ja, jetzt mal die Harten drauf. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber naja. Der Alonso hat aber auch die Harten. Von dem her passt das. Jetzt kommt wieder ein komplett in den Verkehr rein. Kommt noch ein Ding. Ja, und die müssen nicht Platz machen. Weber, das ist aber weit weg. Grosjean kämpft da mit Weber. Ja, Vettel da ein bisschen abgeschlagen. Ja, Grosjean, danke. Jetzt aber der S, jawohl, perfekt. Weil ich ganz umsonst den 7. Gang ein bisschen raufgeschrauft habe. Jawohl, da kriegen wir schon ein bisschen Speed drauf, sehr schön. Ah, hier der S war jetzt gar nicht so gut. Verkehrs. Oder doch, kommen wir gleich so vorbei, perfekt. Perez, ja, dann ist Alonso ja auch schon vorbei. Und tschüss. Und Weber, tschüss. Alle weg, jawohl. Was? Was hat der für ein Scheiß? Der fährt jetzt mit den Harten. Ja, nur ich vermassel hier Ferrari eine Doppelführung vielleicht. Aber wo ist Vettel wieder hin? Das gibt's ja nicht. Jetzt habe ich schon wieder weg von der Bildfläche hier. Du machst das klasse. Push, push. Den scheiß Sound raus. Bin auf der Geraden schau jetzt. Gerade. Wo ist Vettel hin? Das gibt's ja nicht. Er ist hinter Massa. Okay, ja, dann hat es zum Glück nur leichte Turbulenzen gegeben. Ich sehe ihn aber nicht. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir abzuwenden. Irgendwelche Probleme hat er sicher gehabt. Ja, irgendwo überrunden, überholen, irgendwas hat es wahrscheinlich gegeben. Und Massa dürfte da tiptop durchgekommen sein. Das ist aber weit weg. Vettel, er war mehr oder weniger hinter mir. Der war ja mit uns in der gleichen Runde eigentlich drin, ja genau. Komisch. Und dann unser Rennen vom Speed her, das Ganze passt ja auch da vorne. Und hier ist der 7. Gang nicht ganz optimal, aber wir brauchen ihn zum Überholen natürlich dann, wenn es ist. Alonso meldet sich dann mit der schnellsten Runde, ja. Runde 9 von 27 haben wir. Ein gutes Drittel haben wir hinter uns schon wieder. Gutes Tempo, gutes Tempo. Violette Zeit von mir, ein Zehntel wieder, sehr schön. Das, obwohl ich gar nicht so gut unterwegs bin. Alonso fährt gut, ja. Seine schnellsten Runde vorher. Wird schwer, dass ich rankomme. Die einzige Möglichkeit ist, glaube ich, nur in der Boxeneinfahrt, wo ich eigentlich schneller reinfahre, dass ich da irgendwie näher komme vielleicht. Eigentlich hätte ich müssen ja jetzt die Weißen aufziehen und probieren ranzukommen. 1,2 schneller. Ja, Plan ist ja von der Ingenieurseite her jetzt noch einmal hart und dann weich. Wir haben die Möglichkeit jetzt weich, dann hart, das heißt mit weichen Versuchen im dritten Stint
ihn einzuholen dann. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Dass wir dann vor ihm schon mal sind. Zum Ende weiter. Genial, also Massa kommt Gott sei Dank auch nicht wirklich näher. Wir sind schon wieder ein bisschen schneller, sehr schön. Versuch dieses Tempo zu halten. Genau das brauchen wir jetzt. Attacke ist es eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Das sind ja eigentlich gerade raus, da brauchen wir es eigentlich. Muss ich mal einsparen. Ah, Massa kommt nicht ganz mit uns. Hat aber ziemlich schon den Speed. Wieder ein Zehntel schneller, jawohl. Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Alonso aus, redet für ein Blödsinn, der hat mit mir gleich, der muss kommen. Oh, optimal die Benzinmenge, das ist nicht gut. Und zwar Runde 13, in zwei Runden kommt er auch. Ah, plus 1, sehr schön. Jetzt habe ich da fast die Dinge übersehen, ja. Zwei Runden, schauen wir mal, wie sich der Reifen noch entwickelt. Der Reifen schaut noch relativ sehr gut aus sogar. Man sollte auch eine Runde drauf noch hauen auf dem Weichen. Fantastisches Tempo, weiter so. Ah, das ist. Wir fahren ja die Sicherheit. Jetzt drücke ich wieder auf die Kerze. Das ist ja die sichere Variante, haben wir gesagt. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt hier ein sicherer P2 als ein unsicherer P1. Oder fährt vielleicht Massa hinten durch oder irgendwer? Puh. Nein, der war ja auch drin. Das mit Benzin, das gefällt mir auch nicht. Da müssen wir jetzt ein bisschen Kers sparen. So, hier haben wir nochmal alles raus. Drei Sekunden haben wir vor Alonso. Ja, der fährt da konstant seine Runden. Kurzen Schub. Ja, da müssen wir aber drei Runden draufhauen auf den. Das wird jetzt sich wohl nicht ausgehen. Sollten wir das erst auf in Erwägung ziehen? Ach, da drückt automatisch immer drauf. Jetzt war es noch ganz kurz. Dann weiter Abstand zu Vettel. Ist er überhaupt noch? Ja, Vierter ist er eh. Dann Hamilton, ja, da hat er was verloren. Massa und Vettel sogar auf Weich. Da passt sich was nicht. Hamilton, Hart, Rosberg, Räikkönen. Ja, das kann noch interessant werden. Perez auch der McLaren. Weber 9. Button, noch ein Punkt für den McLaren. Perez aber 8. Immerhin. Naja. So, hier raus, aber nicht das ganze Kers hier raushauen. Die Box ist für dich bereit. Komm, die und wieder schnellste Runde, jawohl, 26.936. Ja, 150 ist schon ziemlich spät, aber eigentlich passt's.
Rückstand haben wir auf Alonso jetzt. Freuen wir uns einmal um 3 Sekunden. Schauen wir fast ein bisschen weniger aus. 2-2, jawoll, perfekt. Dein Tempo ist gut, push weiter. So, hier raus ein bisschen. Ja, wir fahren eh rein, Benzin, schauen wir da lieber ein bisschen. Vergiss den Boxenstopp nicht. Einen vergesse ich schon nicht, keine Angst. Gehen wir gleich mal auf Mager, sicherheitshalber. Und das natürlich auch Zeit kostet. So, jetzt ziehen wir da rein. Und Alonso bleibt noch draußen. Ich zieh mal rein und fahr trotzdem meine vielen Boxenstopps. Im Coop muss man sich's wieder überlegen. Mal schauen. So. Und raus. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Ah, da kommt noch Räikkönen, der könnte mit einem weniger. Ja, wenn er es schafft, dann hier auf jeden Fall, denn hier können es sogar eigentlich wir auch schaffen, theoretisch. Ja, wird sich ausgehen. Ja, und wenn man. Ja, wenn ich da gegen Mike wieder fahre, muss ich aufpassen. Wird interessant. Jetzt kommt einmal Monaco, glaube ich, bei uns. Zumindest hier mein Aufnahme aktuelle Ding gerade. Ja, Sonntag, 9. März ist gerade mein aktueller Aufnahmetag. Ich habe keine Ahnung, wann ich das hochlade, weil ich habe noch ein Video gehabt, Spa, was ich noch nicht hochgeladen habe und auch nicht gerendert. Jetzt gerade mein aktueller Stand, wer es wissen will. Das könnte Coop wieder interessant werden, schauen wir mal. Aber mir liegt der McLaren dann doch nicht so, wie ich es in Brasilien erhofft hätte. Das war doch nur, wie ich es mir gedacht habe, das Setup. Oh, da fällt auch rein. Okay, dann macht er doch nicht einen weniger, glaube ich. Ja, es ist einfach das Setup auch. Und da ist Alonso drin gewesen. Jawoll! Uiuiuiui! Und dann zieht er da hier raus natürlich auch. Ja, das ist auch nochmal extra. So, jetzt sind wir dran, mein Freund. Jetzt wird er hier langsamer. Dann fahr schon Kampflinie. Ach, vielleicht zurückschauen. Und der traut sich nicht vorbeifahren. Ja, das ist wirklich. Also, das war jetzt extrem schwach von der KI. Zweikampftechnisch. Gut, dann probieren sie mir mal. Und das war nicht so toll. Ui! Na, ja, jetzt hat er natürlich die S, ja, ist auch wieder klar. Aber vorher, das war nicht so gut von ihm. So. Jetzt gehen wir es normal an. So, wann haben wir eigentlich Boxenstopp wieder? 21, sehr gut. Auf den Kopf muss ich mir das merken. Mit Weichen eine Runde mehr drauf. Und mit den zwei harten dann einfach zwei, drei Runden mehr. Das muss man dann ausrechnen. Der IAS ist verschlafen. Extra meinen Speed ja raufgedreht. Wo ist er? Ja, schauen. Oh, da, ja, mit dem Zweikampf kommt Massa auch ran. Der Fahrer hinter dir ist auf
auf weichen Reifen unterwegs. Ja, und durchs DRS haben wir jetzt ein bisschen wieder Zwischenbestzeit. Achso, und Alonso hat sogar die Weichen drauf. Das sollte eigentlich jetzt schon was bringen. Aber das bringt auch jetzt. Dann brauchen wir uns gar nicht viel wehren, glaube ich. Ich bleibe gleich da drüben. Ja, und jetzt ist er zu blöd, dass er hier schön durchzieht. Und verliert den ganzen Schwung. Und jetzt ist gleich Wasser da. Ja, schade. Nur zur Info. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Das auch noch, Benzin versucht zu sparen. Und das mit den weichen Reifen, das ist aber nicht sehr intelligent. Aber bitte. Ferraris. Ja, Alonso hat seine. Ja, es hat ihm eigentlich nur gekostet, dass er die schwache Ein- und Ausfahrt von der Box hat eigentlich. Das hat ihm jetzt definitiv die Führung gekostet. Und wenn jetzt da hinten irgendwie aus dem Dritt ist, wird ihm sogar vielleicht gleich Masse überholen. Ah, hier schon schwach. Die KI ist schon sehr schwach hier im Zweikampf. Boxen, Außen- und Einfahrt auch natürlich. Ja, aber für Legende, glaube ich, werden wir da trotzdem nicht viel Land sehen, auch wenn sie da diese Schwächen haben. Mit unserem McLaren. Das wird sicher interessant, aber da werden wir keine Chance haben. Aber ich werde auf jeden Fall, glaube ich, weil ich bin sowieso, ich muss einfach irgendwie jedes Rennen irgendwie was riskieren. Aber wenn es dann irgendwie nach hinten losgeht, ist egal. Ich muss irgendwie was bringen. Und vielleicht mich ein bisschen vorher vorbereiten, mehr auch. Dass ich da gegen Mike eine Chance habe, sonst wird das nichts. Über die Distanz gesehen. Barcelona bin ich da enttäuscht, da habe ich da im Ferrari so ein gutes Rennen abgeliefert, eigentlich im, ja, im Ferrari, in der Ferrari-Saison. Ja gut, das, im Endeffekt war es eh wieder relativ knapp. Achte auf den Fahrer hinter dir, er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, trotzdem hat Mike irgendwie ein besseres Setup gefunden, dass er da schneller war auf der Geraden. Das mir, glaube ich, im Ferrari-Rennen in Barcelona gelungen ist, dass ich da ein bisschen schneller war auf die Geraden, und das hat sich dann natürlich über den Rennspeed ausgewirkt, über die ganzen Runden. Und diesmal war er da irgendwie schneller und hat aber trotzdem den Cornerspeed gehabt. Wir haben ausgerechnet, dass Massa innerhalb der nächsten 5 Runden zum Reifen wegbekommt. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Ja, und das hat mir unterm Strich auf jeden Fall mal den Sieg gekostet. Bei Ferrari habe ich ihm können ein bisschen davon fahren, phasenweise. Und diesmal waren wir maximal gleich schnell oder er war schneller. Ja, das war es einfach. Kommt nebenbei schon der erste über Runden. So, Hamilton Vierter, auch der hat jetzt Vettel schon. Ganz schwaches Rennen von Vettel. Ganz schwach, wirklich. Da war er schon Weg fast zu Platz 1 oder hier Minimum 2 hinter Alonso. Und dann baut er hier so ab über das Rennen, also extremst. Ja, hier Monza ist die KI nicht die allerstärkste. Auch hier der Speed nicht so schnell, wie es ausschaut. Gut, ich habe auch nur auf Mittel eingestellt, wegen Williams, die Schwierigkeit natürlich. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, da hätte ich können in dem Rennen speziell eventuell sogar eins raufgehen, ja.
Obwohl, der ist nur 2 Sekunden hinter mir, muss man auch sagen. Also bei 1 rauf, da wäre ich dann weiter hinten sicher unterwegs. Aber okay, macht ja nichts. Runde 21, ja, geht's dann wieder rein. Und da fährt schon Alonso rein. Ah, da hat er die Weißen drauf, genau, der muss ja rein und holt sich jetzt nochmal zum Schluss. Wahrscheinlich die Orangen, oder fährt er noch einmal weiß? Das könnte auch sein, aber... Ah, okay, er sagt mal, dass er die Härteren raufzieht, obwohl er könnte da fast die Weichen nehmen. Guido van der Garde hier auf der 21 mit seinem Caterham. Ja, Caterham wäre auch geil, irgendwie zu fahren. Aber da können wir auch nur maximal hier fortgeschritten. Irgendwie hinten ist doch nicht so witzig, wie ich das hier wieder vorgestellt habe. Hinten immer ohne Punkte, es ist. Ja, es bringt irgendwie nichts. Dann aber hinten noch ein Rennen, wo keiner vielleicht direkt beteiligt ist und man dann alleine noch herumfährt und das noch komplett ohne Punkte. Also das, puh, ist schon schwierig. Notieren, das ist mir gerade kurz die leichte Verschwenkung. Dein Hintermann hat neuere Reifen. So, ist notiert, passt. Augen auf die Bahn. Boxenstopp, schauen wir mal. Eine Runde wird, na gut, fahren wir mal die Runde noch zu Ende, aber dann eine geht auf jeden Fall. Aber man muss zwei, ja, puh. Das ist das Problem eben, dass man dann in der Runde oder in den ganzen Runden dann so viel verliert. Aber Mike hat es auf jeden Fall geschafft gegen mich, da im letzten Mal in Monza auch. Mit dem Ferrari. Ja, da habe ich aber auch leider nicht so gepusht, wie ich es hätte müssen, mittels Stint. Nicht schwer. Aber ich muss definitiv was probieren, sonst... Sonst wird das nichts. Ja, am besten mal schauen, wie sich dann die Grand Prix entwickeln und dann muss man reagieren. Ist am besten. Wir ziehen wieder rein hier. Also verstehe ich auch nicht, warum nicht die KI entweder A gleich schnell reinfährt oder man hier selber, wenn man eh schon von Haus aus abgebremst wird, so abgebremst wird, dass man gleich reinfährt wie die KI. Ah, so, ich vergesse auf Marke zu stellen. Du kannst wieder auf die Strecke fahren. Strecke ist frei. Ist eigentlich schon egal. Ja, wir sind sowieso Erster. Massa hier gerade vor Alonso, gut, vielleicht war der nicht, noch nicht in der... Ja, der wird das nächste Mal reinkommen, Massa, genau, deswegen. Ah, warum ist er denn hinter? Ah, jetzt ist er wieder hinter, okay, passt. Alles erledigt. So, jetzt werden wir uns noch die Entwicklung hier vom weißen Reifen anschauen. Na gut, der ist eigentlich egal, weil den frischen bekommen wir dann eh nicht, wenn wir zweimal hart fahren nach dem Start. Ja, 22. Runde von 27. Und wir gewinnen hier mit unserem neuen Design gleich das nächste Rennen. Sehr gut. Schilden, bitte bleib am Gas. Danke. Geht doch. Danke, nochmal DS bekommen.
Aber mit DS passt das dann mit 7 Gang. Ja, das haut schon hin, dass wir da ein bisschen wegen überholen. Das haben wir schon ganz gut gemacht. Also im Prinzip ist Rennen mit Standard Benzingemisch. Ohne DS sollte man vielleicht gerade mal ins Grüne kommen mit 7 Gang auf der längsten Geraden. Dann ist man eigentlich, glaube ich, immer relativ gut aufgestellt. Fürs DRS dann auch. Da haben wir dann noch ein bisschen an Zusatzspeed. Also frage, ob das unterm Strich, ja gut, das kann man in dem Fall ja nicht sagen, wenn man nicht weiß, wie oft man DRS bekommt. Das ist wieder dann das andere. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechtere Idee. Mit 7 im Grünen, das ist mir schon relativ hoch. 7-6, ja, ja, Massa kommen wir an uns auch nicht ran, das ist fast klar. Außer er hätte dann wirklich irgendwie massive Probleme. Aber für uns verliert er, naja. Ja, könnte legendemäßig auf jeden Fall auch relativ interessant werden, das Rennen, weil die Krita ja nicht so stark ist. In unserem McLarens. Na, schauen wir mal. Okay, da war die Drehzahl sogar ein bisschen höher jetzt her. Da fahren wir rauskommen, hin auf der Kurve. Ja, wir nähern uns schon langsam dem Ende hier. Und einmal ein Sieg hier mit dem Williams, das ist ja wirklich ein Traum. Und auf dem Weg wieder zu einer schnellsten Runde. Jawohl, wieder schnellste Runde. Und Rosberg fährt da hinten, der hat wieder ein bisschen Gas gegeben. Da war er führend da in der ersten Runde. Dann hat er mich wieder Mut verlassen. Runde 26, also zwei Runden noch jetzt. Ja, sieht wohl so aus, genau. Alonso, da sehen wir gar keine Zeit, wenn der jetzt hinter mir ist. Ja, da haben nur wir quasi Ferrari den Doppelsieg vermasselt. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt 10 Sekunden. 10 Sekunden.
Ja, ich könnte zwar neu starten, eine Schwierigkeit höher, aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt nicht. Kommen wir jetzt nicht zum Schluss. Kameras durch, wir können uns so leisten. Den Sound von außen anhorchen. Uff, ein bisschen ungewohnt. Mit Ansicht. Anders zu fahren. Ja, hier auch wieder nicht die Spiegel zu sehen, das verstehe ich auch nicht, dass das so schwer ist. Wie soll ich hier Kopie fahren, wenn ich die Deppern Spiegel nicht sehe? Man kann zwar zurückschauen, aber trotzdem könnte man das ein bisschen realistischer machen, dass man hier wenigstens die Spiegel schön sieht. Das ist jetzt im vierten Formel 1 noch immer nicht möglich, dass das hier ein bisschen weiter zurück ist, die Kamera, dass man es eben so sieht. Oder dass sie ein bisschen die Spiegel über ein bisschen nach innen setzen, so leicht. Das muss doch irgendwie möglich sein. Aber anscheinend ist es nicht möglich. Okay, sehen wir da rechts oben, ja, 300, da sieht man, wie es runterzählt. Man hat jetzt keine permanente Anzeige, aber das kann man sich auch einstellen, wenn man wirklich fährt. Vom Lens auf dem Cockpit, da sieht man nochmal 200, wenn man drauf drückt, aber da kann man sich ja durchschalten in echt. So, das war's. Sieg für mich mit dem neuen Design hier. Mit von der aktuellen Saison in Williams, mit der Martini-Lackierung, der Hauptsponsor der neue von Williams. Dann haben sie, glaube ich, irgendwo Senna noch draufstehen, ein Bild und keine Ahnung, was ich da letztes gelesen habe. So, dann Ferrari, Rosberg hier 23 Sekunden, Vettel 30. Ja, mit einer Stufe höher wären wir dann mindestens da auf Vettel Höhe 6, 5, 6, 7. Das wäre schon interessant, hier mit Williams zumindest. Ich weiß nicht, ob vorher ein Grand Prix noch gewesen wäre, wo man auch eins höher. Muss ich mal durchschauen, dass ich das einmal wirklich dann in der nächsten Saison einstellen kann. Dass das auch relativ dann passt bei jedem Grand Prix. So, alle mal drei Stops gemacht. Also ich hätte gewettet darauf, dass Räikkönen gerade in dem Grand Prix, wo es eigentlich nicht so mit Reifenverbrauch so arg ist, dass er das hier schafft, mit zwei durchzufahren. Aber okay. Hat halt nicht gemacht. Ja, da haben wir nochmal. Oh, Perez hat danach gegen Kimi einen Platz verloren anscheinend. Der war doch 8er. Vettel nur 5er. Ja, das ist sehr schwach. Sehr schwach. Hamilton eigentlich auch relativ schwach. Der war auch in der ersten Runde direkt hinter mir. Der hat da irgendwie auch nicht so den Speed gefunden. Weber auf 7. Ja, es ist nicht wirklich berühmt. Das sollte doch mindestens hier. Naja, egal. Dadurch Vettel eh nicht so gut war, von dem her, ob ich Abstand zu Vettel ist, wieder okay. Räikkönen 8er, Perez 9er und Button auf der 10. Einen Punkt immerhin und 2 für Vodafone. Ja, wir machen jetzt natürlich einen Riesensatz auch in der Konstrukteursmeisterschaft. Grosjean, Gutierrez, Adrian Sutil, Maldonado. 1,29 Rückstand, da ist im Prinzip, habe ich ihn fast schon überrundet. Also Legende wäre durchaus mal interessant hier mit dem Williams, wo man dann wirklich, ja, aber puh, das wird hart. Gut, mit McLaren sind wir da eigentlich im Quali nicht ganz so schlecht unterwegs. Gewisse Grand Prix, das muss man sich wirklich anschauen. Das muss man sich wirklich anschauen. Alle gehen nicht auf Legende, aber einige kann man auf jeden Fall bringen. Aber hier mit Williams wäre ich dann auch hinten sicher bei Maldonado herum. Das ist sinnlos. 6er sind wir, sehr schön. Weber überholt, jawohl.
Das passt. Hamilton führt vor Alonso noch. Vettel Dritter. Rosberg Vierter. Und dingmäßig sind wir auf der 4. Jawohl, Lotus auch überholt. Sehr schön. Ja, das könnte sich ausgehen. Und das war es auch schon wieder hier aus Monza. Steigen wir noch kurz aus. Das nehmen wir noch mit. Dann schauen wir uns noch die Post an. Jawohl. Ne, Bottas hat glaube ich 77. Genau, weil da ist er nächstes Jahr dann der 1 auf. Nein, ist er nicht. Blödsinn. So Master. Das muss ich jetzt definitiv bis zum nächsten Grand Prix. Nein, das mache ich gleich live. Das mache ich gleich live übers Handy. Da weil der da lädt. Da drücken wir da mal weiter. Nächste Stufe, sehr gut. Und so müsste ich das. Momentan. So, gehen wir da mal weiter. Ja, genau. E-Mails haben wir noch. Sorry, ich blätter da gerade. Sport. Saison. Qualizeiten ist egal. Duell ist auch klar. Die Frist für den Antwort auf Vertrauen war sauber ist verstrichen. Ja, leider. Da haben wir von Sauber keine Angebote mehr bekommen. Marina Bay Street Circuit. Quali-Regen, das wird lustig. Aber im Regen ist trocken, im Regen im Rennen. Vielleicht schaffe ich es mit Williams, aber ich glaube hier kann man das durchaus glaube ich lassen, die Stärke, ich glaube da passt das. Da in der Stadt, das ist dann eh relativ schwierig. Verzeihung, da muss ich niesen. Was haben wir noch? Singapur Q3, ja, passt. So, da sind wir jetzt. Startnummer 1, Ricardo, Hamilton 44, Rosberg 6, Button 22, Kevin Magnussen 20, genau, McLaren, Maldonado 13, achso, der ist ja genau im Lotus, Hülkenberg hat die 27, Perez 11, Sutil 99, Massa 19, Bottas 77 und Massa 19, das heißt wir Massas Auto. Dann stimmt das so, da war das vor die vorherige Lackierung mit 77 nicht richtig, quasi. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in Singapur. Ciao, ciao.